Petra Landers ist zurück im Staub von Bauleni, einem Armenviertel in Lusaka. Es ist jedes Mal toll, in Sambia wieder aufzutauchen und es tut mir richtig gut. Die Ex-Nationalspielerin zieht es immer wieder hierher. Die Entwicklung, die hier stattfindet, es ist einfach toll, das mit anzusehen. Bauleni, eigentlich ein Ort des Mangels. Ich sehe nicht die Armut, ich sehe die glücklichen Kinder hier. Seit 5 Jahren kommt Petra Landers regelmäßig nach Sambia, meist auf eigene Faust. Hey! Ihr Ziel, die Bauleni United Sports Academy. Eine soziale Einrichtung, die Kinder von der Straße holt, finanziert durch Spenden aus Europa. Petra Landers unterstützt die Akademie vor allem beim Mädchen- und Frauenfußball. Die Spielerinnen beklagen fehlende Bälle und den Mangel an Transportmitteln. Über ihre wirklichen Probleme sprechen sie nicht. Mädchen sind hier gefährdet. Es ist Frühheirat, es ist frühe Schwangerschaft. Teilweise tragen hier 12-, 13-jährige Mädchen ihre eigenen Babys auf dem Rücken. So, und die haben zu Hause viel zu arbeiten. Die übernehmen die Arbeiten der Mütter. Und da möchten wir einfach die Mädels rausholen. Doch es gibt kaum Trainerinnen in der Akademie als Bezugspersonen für die Mädchen. Die wenigen, die da sind, schult Petra Landers, stärkt sie vor allem mental. Denn in Sambia sind Frauen im Fußball noch wenig akzeptiert. Ich möchte ein Vorbild sein. Was ich an erster Stelle immer stelle, ist die Disziplin, ihnen so ein bisschen beizubringen, wie wir Deutschen es so drauf haben. So, wir müssen pünktlich sein, wir müssen konzentriert sein. Aber das wird sehr gerne angenommen, weil wir sehen, dass es viel besser funktioniert, wenn wir zusammen, gemeinsam daran arbeiten, einen guten Ablauf hinzubekommen. Erfahrungen aus einem langen Fußballleben. Mit 19 spielt sie beim Serienmeister Bergisch Gladbach und 1982 beim ersten offiziellen Länderspiel der DFB Frauen. 1989 wird sie Europameisterin. Mit diesen Erfahrungen könnte sie größere Teams trainieren. Stattdessen fängt sie immer wieder beim kleinen Fußball-ABC an. So, I pass and you give me the ball. Yes. Für ihre Arbeit ist Petra Landers nun als deutsche Fußballbotschafterin nominiert. Erster Gratulant Achim Burkhardt, der offizielle deutsche Botschafter in Sambia. Das öffentliche Interesse möchte sie nutzen, um weiter für den Mädchenfußball in Sambia zu kämpfen. You have to work hard. Ihr müsst hart arbeiten, aber ihr müsst bei all dem auch Spaß haben. Für ein paar Stunden sind die Mädchen abgelenkt und nicht den Gefahren und Verführungen Baulenis ausgesetzt. Ziel erreicht.